Kurbel, Wellendecke 2 und Pleuedecke ebenfalls 2. So, allein, 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 allein. So, herzlich willkommen im Stream. Wanne, 100%, perfekt. So, perfekter Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist. Motor ist gerade fertig. So, jetzt gucken wir uns das Prachtstück mal an hier. Na, Prachtstück, oder? Prachtstück. So. Machen wir mal den ganzen Müll hier noch aus. Hier Bremskraftverstärker und Kühler raus. Den Rest muss ich eh von unten her machen. Versuchen wir mal noch zu reparieren hier. Der ist im Arsch. Kühler habe ich repariert gekriegt. Sehr gut. Batterie. Die war auch im Arsch. Okay. Batterie. Ich glaube, der Bremskraftverstärker war da auch durch, oder? Ja. Okay. Ne, brauche ich ja nicht ausbauen. Habe ich ja schon. Bremskraftverstärker. Zack. Batterie jetzt hier auch reinbauen kann. So, montiere 100%. Das sieht ja schon mal gut aus, ne? Der wird jetzt auch schon starten. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Ob er startet. Und den Rest muss ich ja dann eh noch alles rausbauen, was da drin ist. So, verkaufen erstmal die restlichen Teile, die ich jetzt alle hier noch habe. Dürfte nicht. Na doch, so einiges. Hat doch einiges ausgetauscht. Ah, kacke, ich habe ja hier. Genau. Anders habe ich kaputt gemacht. Die muss ich eh neu kaufen. Schaltgetriebe habe ich kaputt gemacht. Ein bisschen das ganze Gelumpe hier alles verkaufen. Übrigens, Ali, heute kam ein Update, ne? Von dem Spiel hier. Nein, den will ich nicht verkaufen. Nein. Nein. So, nehmen wir das Ding Mazda. Nein, wie kriege ich denn das da rüber? Ah. Okay. Das Lenkrad packen wir erstmal darüber. Das packen wir darüber. Kann ich die restlichen Dinge, wenn es alle verkaufen hier noch drin habe. Genau. Perfekt. Ach, den Motorblock kann ich auch da reinpacken. Wieso sollte ich den jetzt verkaufen? Lokomotiven, Zahnrad. Auch 100%. Das
Oh, erstmal da rein. Da der Motorblock da rein. Dann kann ich den Rest verkaufen. Jetzt ist der Motor sauber hier. Alles verkaufen. Ja. Yep. So. Nehmen wir das Teil mal hoch. Aber ab. Stabilisiere, wie ich sehe, ist auch durch. Stange. Ich glaube sogar, dass hier vorne ist alles durch, ganzen Träger hier. Zahnstange ist definitiv durch, das sehe ich schon. So. Bremsscheibe, Radnabendecke, Radnabendecke, Radnabendecke. Gelenkschutz. Spurstangenkopf. Spurstange. Oder Stabi. So, und auch Querlenker natürlich noch. Und das Achsschenkelgehäuse runter. So, und hier habe ich jetzt die ganzen Teile alle raus. Dann machen wir hier noch Flammrohr und so ab, Mittelschalldämpfer. Machen wir vielleicht das auch noch repariert kriegen. Boah, der Tank da hinten. Wahnsinn. Erstmal Treibstoffpumpe, ist klar. Tank. Anderer Mittelschalldämpfer. So, und dann reparieren wir erstmal das so weit wir können vorne. Und dann. Naja, krieg ich doch einiges repariert, siehst du? Zack. Ruckzuck. So, und das, was wir jetzt nicht repariert gekriegt haben, das müssen wir neu kaufen. So, fangen wir erstmal mit dem Teil hier an.
Axtträger? Vordere Axtträger E. Okay. Sehe schon. Der ist im Arsch. Aber Zahnstange habe ich gerettet. Achsengehäuse habe ich gerettet. Gut. So, Spurstange. Machen wir gleich mal. Weg mal auf die Liste. Zack. Obere Querlenker, da werden der Buchsen durch sein. Das dachte ich mir schon. So, dann nehmen wir zweimal Buchsen. Unteren, den kriege ich noch gar nicht installiert. Das kriege ich schon drauf. Radnabe kriege ich rein. Das Lager kriege ich bestimmt auch noch nicht rein. Weil das wird bestimmt ebenfalls durch sein, wie ich mir das schon dachte. Also Bremsscheibe brauche ich sowieso. Stabi, habe ich das hingekriegt? Natürlich nicht. Hauen wir das gleich mit auf die Liste. Zack. So, Buchsen kann ich pro forma erstmal kaufen. Achsschenkelgehäuse Typ C. Zweite Seite ebenfalls wunderbar repariert. Narbe. Gelenkschutz. Okay, den brauche ich auch neu. Zack, drauf da. Und der Einquerlenker brauche ich ebenfalls. Okay. Kommt mit auf die Liste. So, dann ist das andere Stabi bestimmt auch durch, sage ich ja. Brauche ich zwei von. So, dann kaufen wir erstmal nach, würde ich sagen. Den habe ich schon, ne? Oder der war. War da durch? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hallo? Jetzt. Ja, der war durch. Auf Deutsch. Den brauche ich neu. So, dann schauen wir mal hier. Was brauchen wir? Also. Eine Spurstange. Nein, zweier Spurstange. Ne, einfach nur Spur. Spur. Zwei. Köpfe. Zwei. Noch ein. So. Vorderer Stabi. So, vorderer Stabi, ein normaler, ne, Typ B. Gelenkschütz. Und zwar für die Vorderachse. Oberer Querlenker. Brauche ich einen. Vorderer Achsträger. Achsträger Typ E. Das bist du. So, und dann brauche ich noch Buchsen. Ohne Ende Buchsen. Buchse. Und zwar 4 für die Mitte. Und oben brauche ich nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So, dann bauen wir es mal ein. Gelenkschütz. Radnabe im Arsch, brauche ich neu. Also wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Spurstange. Koppelstange muss ich dann auch noch gucken. Die wird bestimmt auch durch sein. Achso, da fehlt der untere Träger noch, ist klar. Liste leeren, neue Liste. Natürlich die passenden Lager dazu, ne? Das wusste ich, kann ich mir denken. Gleich auch zwei neue Kurven. So, normale Stoßdämpfer, vordere Feder und Domlager. Also der normale Stoßdämpfer. Buchse. Ja, aber eine Stamm auch. Buchsen haben wir. So. Vielleicht nochmal zwei Buchsen. Spurstange und Kopf.